Ja, ich freue mich, dass ich heute hier bei der Ringvorlesung einen Beitrag leisten kann. Ich gebe Ihnen erstmal einen kurzen... Ah, Moment, Sekunde. Nee, jetzt muss ich wieder auf das... Genau, das wäre nett. Dankeschön. Ja, ich darf Ihnen erst einen kurzen Überblick... Ah, Sie haben das als in der PDF umgewandelt. Naja. Ja, aber das hat das System selber gemacht, leider. Aber gut. Ja, hier ist der Überblick über das, was ich gern vortragen möchte. Zuerst möchte ich ein paar Dinge erläutern zum amerikanischen Bürgerkrieg und auch zur Erinnerungskultur an den amerikanischen Bürgerkrieg in den USA. Dann gehe ich im etwas Detail ein auf Monumente des Bürgerkriegs, spezifisch in den Südstaaten der USA. Und das Beispiel, was ich dann besonders hervorheben möchte, ist ein Ort namens Stone Mountain. Der zweite Teil, der etwas kürzer sein wird, bezieht sich dann auf literarische Darstellungen von Bürgerkriegsdenkmälern. Und meine Beispiele hier sind ein Gedicht von Robert Lowell und ein Prosatext von Natasha Trethewey. Und am Ende gibt es noch eine kurze Abschlussreflexion. Der amerikanische Bürgerkrieg dauerte vom Frühjahr 1861 bis zum Frühjahr 1865. Der Beweggrund für diesen Krieg war der Konflikt um Sklaverei. Und es gab schon seit Jahrzehnten vor dem Krieg das Bemühen, dass sich die Bundesstaaten, die für bzw. gegen Sklaverei waren, im Kongress die Waage hielten. Im Laufe der 1850er Jahre wurden die Kompromisse und Konflikte jedoch immer heftiger und absurder. Besonders umstritten war, inwiefern Bundesgesetze sich auf die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung in unterschiedlichen Bundesstaaten auswirkten. Ein Stichwort hier ist die 1850 innerhalb eines Gesetzes festgelegte Möglichkeit, dass entflohene Sklaven, die also von den Südstaaten in die Nordstaaten geflohen waren, auch in einem freien Staat, in dem es keine Sklaverei gab, dingfest gemacht werden konnten von sogenannten Slave Catchers, die diese ehemaligen Sklaven dann zurück in die Südstaaten transportiert und dort erneut versklavt haben. Sie sehen hier beim zweiten Bullet Point Civil War und dann noch War of Northern Aggression. Es gibt sehr viele Namen für diesen amerikanischen Bürgerkrieg und den Namen, den man wählt, der spricht oft Bände darüber, welche Einstellung man zu diesem Krieg hat. Zum Beispiel gibt es in den Südstaaten oder gab es in den Südstaaten Personen, die eben nicht von einem Bürgerkrieg sprachen, sondern es den Krieg der Aggression aus dem Norden nannten, die also keinerlei Verantwortung für den Süden sahen innerhalb des Krieges und des Ausbruchs des Krieges. Die Gräben zwischen den unterschiedlichen Meinungen reißen bis heute immer wieder auf, wie Sie in den Medien oft sehen. Und ein paar rezente Beispiele, bei denen sich manche Debatten zuspitzen, beziehen sich zum Beispiel auf die öffentliche Verwendung derjenigen Flagge, die die Südstaatenarmee, also die Armee der konföderierten Südstaaten, bei Schlachten zeigte. Und das ist die Flagge, auf der das St. Andreaskreuz zu sehen ist. Sie werden nachher auch noch ein Bild sehen. Ein weiterer Bereich, der stark in der kontroversen Diskussion steht, sind die Denkmäler, zum Beispiel für Generäle wie Robert E. Lee oder den Präsidenten der Konföderierten Jefferson Davis. Und da stellt sich die Frage, sollen diese Monumente entfernt werden, zerstört werden, mit anderen Monumenten ergänzt werden und so weiter. Wie ich noch verdeutlichen werde, ist die Erinnerungskultur jedoch nicht nur ein Problem der Südstaaten. Sie ist auch in den Nordstaaten umstritten und nicht immer sind dort alle einer Meinung. Dies zeigt auch, dass es mit einer vereinfachten Dichotomie zwischen den sogenannten freien Bundesstaaten im Norden und den der Sklaverei verpflichteten Bundesstaaten im Süden nicht getan ist. Dies gilt nicht nur für die Zeit bis zum Bürgerkrieg, sondern eben auch für die etwas mehr als anderthalb Jahrhunderte, seitdem durch den 13. Zusatz zur Bundesverfassung die Sklaverei in den USA abgeschafft wurde. Was sind jetzt die prominenten Auslöser für die gegenwärtige Diskussion über die Entfernung von Denkmälern? Ein paar Beispiele seien hier genannt. Im Jahr 2015 ermordete ein sich selbst als White Supremacist bezeichnender Weißer 9 afroamerikanische Besucher eines Bibelkreises in einer Kirche in Charleston, South Carolina. Ein White Supremacist ist jemand, der eben daran glaubt, dass es eine Rassenhierarchie gibt, die den sogenannten Weißen das Recht gibt, alle anderen zu unterjochen. Die Wahl von Präsident Donald Trump wurde auch als ein Ereignis gesehen und wird als ein Ereignis gesehen, das die Diskussionen
zu den Denkmälern weiter anheizte. Und ein weiteres Beispiel ist der Aufmarsch von White Supremacists in Charlottesville, Virginia im Jahr 2017. Bei der Diskussion über die Entfernung von Monumenten und Symbolen geht es primär darum, dass diese im öffentlichen Raum prominent sichtbaren Objekte weißen Protagonisten des Bürgerkriegs und hier insbesondere denjenigen huldigen, die in den Südstaaten die Sklaverei verteidigten und als Teil einer besonderen, als in einer intrinsisch anderen und auf einem angeblich bewahrungswürdigen Verständnis von Ehre basierenden Lebensweise propagieren. Eine große Rolle in der Entwicklung einer kollektiven Erinnerungskultur spielte die allzu schnelle und von faulen Kompromissen geprägte Wiedereingliederung der ehemaligen Südstaaten, die sich von den USA losgesagt und eine eigene Konföderation gebildet hatten. Diese Wiedereingliederung geschah, nachdem die US-Armee 1877 aus dem Gebiet der ehemaligen Konföderation komplett abgezogen worden und alle Südstaaten wieder offiziell Teil der Vereinigten Staaten geworden waren. Dadurch erstarkten die politischen Kräfte der White Supremacists. Diese schafften es dann, dass es neue Gesetze gab auf bundesstaatlicher Ebene, durch die die Möglichkeiten der offiziell nicht mehr versklavten Bevölkerung so stark eingeschränkt wurden, dass die vorherigen rassistisch motivierten Hierarchien erneut das gesellschaftliche Leben, die Wirtschaft und auch die Politik beherrschten. Eine erhebliche Rolle in diesem Erstarken der weißen Übermacht spielten Frauenverbände wie die Daughters of the Confederacy und auch die United Daughters of the Confederacy, deren Aktivitäten ab den 1890er Jahren besonders in Fahrt kamen. Diese Verbände gingen zurück auf Gruppen von Frauen, die während des Bürgerkriegs wohltätige Arbeit für die Soldaten der Konföderierten geleistet hatten. Dementsprechend konzentrierte sich die Erinnerungskultur auf den sogenannten Mythos der Lost Cause, also der verlorenen gemeinsamen Sache oder des verlorenen gemeinsamen Ziels. Die Tatsache, dass die Konföderierten den Krieg verloren, motivierte dazu, mit noch mehr Elan die angeblich auf Ehre und ritterlichen Idealen basierende Gesellschaftsordnung der Südstaaten wiederherzustellen. Der Mythos der Lost Cause befasst sich ausschließlich mit den Empfindungen und Zielen der weißen Südstaatler, die die Sezession verteidigen, die die Zeitperiode vor dem Bürgerkrieg nostalgisch überhöhen und die die militärische Niederlage so uminterpretieren, dass sie als die moralischen Sieger daraus hervorgingen. Maßgeblich für ihre Strategie sind die Verherrlichung weißer Helden sowie die Unterdrückung bzw. Unsichtbarmachung der Rolle und des Leids der afroamerikanischen Bevölkerung vor, im und nach dem Bürgerkrieg. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite ein Foto von der Entfernung eines Reiterdenkmals eines Südstaatengenerals, also von Robert E. Lee. Und wie man an dem Sockel, auf dem das Reiterdenkmal stand, sieht, ist das vorher schon mit Graffiti und mit entsprechenden Anmerkungen dazu, warum das entfernt werden sollte, versehen worden. Also die Debatte ist immer noch stark im Gange. Das Bemühen um ein spezifisches Geschichtsbild in den Südstaaten ist ein gutes Beispiel dafür, dass Erinnern ein aktiver Prozess ist, der nicht einfach passiert. Heute kann ich die Theorien der Erinnerungsforschung nicht im Detail hier erörtern. Ich möchte nur kurz zwei relevante Bereiche, mit denen sich die Forschung seit den 1990er Jahren befasst, kurz erwähnen. Erstens, Pierre Nora hat das Konzept der Erinnerungsorte geprägt. Und dieses besagt, dass kollektive Erinnerung sich nur dann etablieren kann, wenn sie spezifische Orte und Gegenstände als Kristallisationspunkte verwendet, die der Öffentlichkeit signalisieren, wie an bestimmte historische Ereignisse die Erinnerung aussehen sollte. Das Zweite ist, dass Erinnern natürlich oft gekoppelt ist mit Vergessen. Und zentral beim Erinnern oder Vergessen sind wiederum die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, womit wir schon bei den Auswirkungen einer auf White Supremacy ausgerichteten Erinnerungskultur angelangt sind. Wir müssen uns also fragen, wer entscheidet, an wen, an was, wo und wie erinnert wird. Bedeutet zum Beispiel das Entfernen, Verlegen oder Zerstören von Monumenten ein Auslöschen historischer Erinnerung? Ist es eine Repressalie gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe? Oder dienen solche Vorgänge der Bewusstmachung und der konsequenten Überwindung einer
Tradition von Erinnerungskultur, die gezielt geschichtliche Ereignisse verfälscht hat, indem sie an manches erinnert und anderes unerwähnt lässt. Also im Hinblick auf den Bürgerkrieg wieder die Frage, sind diese Denkmäler reine Repräsentanten von Lost Cause und White Supremacy und sollten sie aus diesem Grund entfernt werden, oder ist das Entfernen an sich keine gute Idee? Ich darf Ihnen ein konkretes Beispiel hier geben. In Decatur in Georgia, also im Bundesstaat Georgia, steht ein Obelisk, der 30 Fuß, also etwa 9 Meter hoch ist und im Jahr 1908 errichtet wurde. Dieser Obelisk wurde 2019 bereits vandalisiert, nachdem es vorher schon viele Proteste gegeben hatte. Am 18. Juni 2020 wurde er dann entfernt und es gibt jetzt Bestrebungen dazu, eine Statue von John Lewis stattdessen aufzustellen. Und John Lewis ist, wie Sie sicherlich wissen, ein Bürgerrechtler gewesen und auch Mitglied des Repräsentantenhauses der USA von 1987 bis 2020. Also hier ist dann wirklich im Gespräch, dass, wenn ein Monument entfernt wird, dafür ein anderes Monument aufgestellt werden soll. Wenn wir uns jetzt die Geschichte der Bürgerkriegsmonumente in den Südstaaten etwas genauer anschauen, sehen wir, dass sie in 3 Phasen verlief. Erst die Zeit der sogenannten Jim Crow-Gesetze, dann die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und die Zeit während der Bürgerrechtsbewegung. Und das möchte ich kurz etwas erläutern. Also die Frühphase der sogenannten Jim Crow-Zeit ab den frühen 1880er Jahren, das ist die Zeit, in der die diskriminierenden Gesetze, mit denen man die Rechte der Schwarzen in den Südstaaten einschränkte, wo diese Gesetze eben in großer Menge verabschiedet wurden. Nur um den Begriff Jim Crow noch zu erläutern, Jim Crow ist eine Figur aus der Tradition der Minstrel Show. Die Minstrel Shows waren Unterhaltungsshows, die es ab den späten 1820er Jahren gab, wo weiße Darsteller ihre Gesichter schwarz anmalten und dann sehr stereotype, rassistische Figuren, die angeblich reelle Schwarze darstellen, in unangenehmen Situationen als sehr unintelligente, hässliche, überhaupt nicht zu würdigende Personen darstellen. Und Jim Crow ist eine Figur unter diesen Stereotypen, der so sehr arbeitsscheu, vergnügungssüchtig ist, der sehr ungelenkt tanzt und singt. Also wirklich eine fürchterliche Figur, mit der dann diese Gesetze bezeichnet wurden, die darauf angelegt waren, schwarzen Menschen das Leben schwer zu machen und sie aus dem wirtschaftlichen und sozialen und politischen Leben auszuschließen. Warum gab es ein Erstarken dieser Errichtung von Denkmälern zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg? Eine mögliche Erklärung ist, dass schwarze Soldaten im Ersten Weltkrieg in Europa erlebt haben, dass es Gesellschaften gibt, die eben nicht nach Rassen getrennt sind und dass dadurch die Stimmen lauter wurden, auch die politische Situation von Schwarzen in den USA zu verändern. Das hat dann gleich wieder diese Gegenbewegung der Erinnerung an Weiße im Bürgerkrieg herausgefordert. Während der Bürgerrechtsbewegung, ich denke, das liegt auf der Hand, in den 50er und 60er Jahren gab es immer mehr Widerstand gegen die Einschränkung der Rechte der AfroamerikanerInnen und dieses führte dann wieder dazu, dass weitere Monumente für die weißen Repräsentanten des Bürgerkriegs errichtet wurden. Was gehört nun alles zur Erinnerungskultur dazu? Einerseits geht es um Architektur, also in Gebäude selbst wurden Aspekte eingebaut, die eben an solche weißen Helden in Anführungsstrichen erinnern. An öffentlichen Plätzen sieht man es auch, denn besonders vor Gerichtsgebäuden und im Umfeld von Gerichtsgebäuden werden Monumente aufgestellt, die daran erinnern wollen, wer die Macht hat innerhalb der Bevölkerung. Das heißt, wenn ich ein Gebäude, das staatliche Autorität ausdrückt, mit einem Monument versehen möchte und dieses Monument zeigt dann einen konföderierten General, dann ist die Verbindung zwischen White Supremacy und Darstellung von Macht recht offensichtlich. In einer Studie über den Bundesstaat Georgia heißt es, dass sich dort öffentliche Gebäude und Plätze wie folgt zusammenfügen
nämlich als Ökosysteme des öffentlichen Lebens, Ecosystems of Public Life. Und wie die beiden Forscher es beschreiben, ich zitiere, passiert hier ein Shaping of Public Spaces in Georgia through Segregation Architecture, which reinforced asymmetric racial power. Also öffentliche Orte werden so gestaltet in Georgia, dass durch eine mit der Rassentrennung verbundene Architekturform, dass die Asymmetrie der Machtverhältnisse zwischen den Rassen noch betont wird. Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Also die Geschichte Georgias umfasst zentrale Elemente, die mit den konfliktreichen Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft eng verbunden sind. Hier sind einige aufgezählt. Es begann im Prinzip mit der Vertreibung der indigenen Einwohner, die in den 1830er Jahren anhand eines föderalen Gesetzes ihre extremste Form annahmen. Stichworte wären hier der Indian Removal Act und der Trail of Tears, wo man die indigenen Einwohner in das, was heute Oklahoma ist, vertrieb. Damit verbunden sind mehrere Jahrhunderte von Siedlerkolonialismus durch europäische Einwanderer und die Versklavung von Menschen aus Afrika, die verschleppt wurden. Brutalste Auseinandersetzungen im Bürgerkrieg folgten dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, und bis heute noch können wir Beispiele sehen für Rassismus, Gewalt und die damit einhergehende Rhetorik zur Übermacht der Weißen. Nochmal zusammenfassend, die Machtverhältnisse im öffentlichen Raum sieht man einerseits eben durch die Bürgerkriegsdenkmäler vor den Gerichtsgebäuden. Interessanterweise ist oft auch der zentrale Brunnen eines kleineren Ortes direkt dort angelegt, also etwas, was quasi eine Lebensquelle für die Gemeinde vor Ort darstellt. Und das Gefängnis ist meistens auch in Blicknähe. Zusätzlich sind Gebäude, Orte, Feiertage, Straßen, Wanderwege, Parks, Schulen und andere Dinge nach konföderierten Helden benannt. Also man kann dem Bürgerkrieg und der Erinnerung an den Bürgerkrieg eigentlich nicht entfliehen. Um noch ein relativ aktuelles Beispiel aus diesem Jahrhundert anzuführen, die Landesregierung des Staates Georgia verabschiedete 2001 ein Gesetz, in dem es darum ging, dass die Confederate Battle Flag, also die Flagge, die die Konföderierten in Schlachten verwendeten, aus der Landesflagge von Georgia entfernt werden sollte. Das sehen Sie ganz links. Da ist das St. Andreaskreuz von der Schlachtflagge zu sehen. Ab 2001 in der Mitte sehen Sie eine Flagge, wo das Siegel des Staates Georgia, also des Bundesstaates Georgia, zu sehen ist. Und unten sieht man einerseits ganz links die Konföderiertenflagge mit den Streifen und den 13 Sternen für die konföderierten Staaten. Auf der rechten Seite dann die US-amerikanische Flagge und dazwischen weitere Varianten der Konföderierten bzw. der Flagge von Georgia. Die seit 2004 geltende Flagge kommt interessanterweise zwar ohne das St. Andreaskreuz aus, sie sieht aber der eigentlich von den Konföderierten verwendeten Flagge, die sich ziemlich oft geändert hat in den 5 Jahren, extrem ähnlich. Also man hat diese 3 Streifen, die Bars, man hat die 13 Sterne für die 13 Mitgliedstaaten der Konföderation und da drin das Siegel des Staates Georgia. Also die Flagge ist letztendlich genauso anstößig wie die mit dem St. Andreaskreuz, wenn man sich der Geschichte dahinter bewusst ist. Interessanterweise hat der Staat Georgia 2001 gleichzeitig mit der Veränderung der Flagge ein Gesetz verabschiedet, das militärische Denkmäler unter Denkmalschutz stellte. Und manche dieser Denkmäler wurden beschrieben als in perpetuity, also für die Ewigkeit schützenswert. Also keine Rede davon, dass man irgendetwas loswerden möchte. Und 2019 folgten dann Gesetze, die die Strafen für Vandalismus an solchen Monumenten verdreifachten. Also es ist nicht viel Einsicht hier zu spüren, was den Umgang mit den Monumenten betrifft. Vergleichbare Gesetze zum Schutz dieser Denkmäler gibt es in insgesamt sieben Südstaaten. Das ist also etwas, was die Landesregierungen dort durchaus miteinander gemeinsam haben. Ich habe Georgia ausgesucht, weil, wie am Anfang angekündigt,
ein spezifisches Monument mich besonders interessiert, nämlich Stone Mountain. Stone Mountain ist ein riesiger Granit- und Quarzfelsen, etwa 30 Kilometer östlich der Innenstadt von Atlanta gelegen. Angeblich ist es sogar die größte freistehende Granitformation der Welt. Im späten 19. Jahrhundert erwarb die Familie Venable Stone Mountain und nutzte ihn als Steinbruch. In den 1910er Jahren entwickelte sich eine Bewegung, die man als Neuen Süden bezeichnete. Neuer Süden im Sinne der wachsenden Industrialisierung und Modernisierung und Urbanisierung des Südens. Und dieses Wachstum an wirtschaftlichem Selbstbewusstsein des neuen Südens ging einher mit Nostalgie für den alten Süden, das heißt für die Zeitperiode vor dem Bürgerkrieg. Wer zuerst die Idee hatte, auf dem Stone Mountain auch ein Monument für den Bürgerkrieg zu errichten, ist umstritten. Es gibt Quellen, die davon sprechen, dass sogar schon im Jahr 1869 diese Idee aufkam. Es gilt jedoch als allgemein erwiesen, dass die Bemühungen der United Daughters of the Confederacy im Jahr 1915 diese Angelegenheit ins Rollen brachten. Sie traten also an Samuel Venable heran mit dem Vorschlag, ein Relief zur Erinnerung an den Bürgerkrieg schaffen zu lassen, mit dem Ziel, dass das Heldentum der Konföderierten für alle Ewigkeit sichtbar sein möge. Dieser Auftrag erging dann an den Bildhauer Gutzon Borglum. Und was hier wichtig zu wissen ist, ist die Tatsache, dass der Besitzer von Stone Mountain zu jener Zeit Mitglied des Ku Klux Klan war und dass der Bildhauer, der ursprünglich aus den Nordstaaten kam, dann opportunistischerweise auch Mitglied des Ku Klux Klan wurde. Warum ist der Ku Klux Klan wichtig? Diese Gruppe von White Supremacists formierte sich Mitte der 1910er Jahre wieder in großen Mengen. Vielleicht ist Ihnen der Stummfilm von Griffith, The Birth of a Nation, bekannt, in dem der Ku Klux Klan eben als heldenhafte Organisation dargestellt wird, die die Werte des alten Südens hochhält. Und die Neugründung des Ku Klux Klan in Atlanta geschah auf dem Stone Mountain, und zwar an Thanksgiving. Also man hat den Thanksgiving-Feiertag genommen, um den Ku Klux Klan dort wieder ins Leben zu rufen. Das heißt, damals gehörte der Stone Mountain Samuel Venable, der dieses Ritual auf dem Felsmassiv erlaubte und es auch zuließ, dass Stone Mountain ein zentraler Versammlungsort für die Clanmitglieder wurde, die, wie Sie wissen, zahlreiche Lynchings und ähnliche rassistische Verbrechen auf dem Gewissen hatten. Also wie gesagt, es kam zu diesem Vertrag zwischen den United Daughters of the Confederacy und Venable. Aber die Arbeiten an dem sehr, sehr groß angelegten Relief verliefen schleppend. 1925 kam es dann zum Bruch zwischen Borglum und den Menschen, die das finanzieren wollten, und auch weil es einen Rechtsstreit gab. Und Borglum wandte sich dann einem inzwischen weit bekannteren Projekt zu, nämlich Mount Rushmore in South Dakota. Augustus Lukeman übernahm von 1925 bis 1928 die bildhauerische Arbeit an Stone Mountain, aber der Vertrag mit Venable lief 1928 aus. Dann lagen die Arbeiten 30 Jahre lang brach, bis 1958 der Bundesstaat Georgia Stone Mountain und das Umland erwarb. Der Stone Mountain Park wurde interessanterweise vor der Vollendung des Reliefs eröffnet, und zwar pikanterweise am 14. April 1965, das heißt genau 100 Jahre nach der Ermordung von Abraham Lincoln, was auch kein Zufall sein kann. Das Relief wurde dann Anfang der 70er Jahre vollendet. Der US Postal Service veröffentlichte eine Sondermarke zum Anlass. Ich erwähne das hier, um zu zeigen, dass die Agenten der Lost Cause eben auch auf Bundesebene präsent waren und nicht nur in den Südstaaten selbst eine Rolle spielten. Wie Sie sich vorstellen können, der Stone Mountain Park ist nicht einfach ein normaler Freizeit- und Vergnügungspark in Reinform, sondern eben eine sehr populär gestaltete Gedenkstätte für die Konföderation der Südstaaten und für die Lost Cause Rhetorik. Das Relief ignoriert offensichtlich Sklaverei und afroamerikanische Südstaatengeschichte, und obwohl dem so ist, vergab bis in die 70er Jahre
eine Betreiberfirma Stellen an afroamerikanische Angestellte, die dann den Arbeitsauftrag erhielten, in der Vorkriegszeit gewidmeten Abteilung des Parks als Sklavinnen und Sklaven aufzutreten. Man muss sich also vor Augen führen, dass das Relief auf Stone Mountain, auf dem die Generäle Stonewall Jackson und Robert E. Lee sowie Präsident Jefferson Davis hoch zu Ross zu sehen sind, fertiggestellt wurde zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Atlanta ist zudem eine Stadt, in der Touristinnen und Touristen, die sich für die Bürgerrechtsbewegung interessieren, zum Beispiel das Haus, in dem Dr. Martin Luther King Jr. seine Kindheit verbrachte, sowie die Ebenezer Baptist Church, deren Pastor er war, besuchen. Das historische Narrativ in Stone Mountain bedient bis heute den Southern Heritage Tourism, also eine Art Tourismus, der das Interesse am kulturellen Erbe der Südstaaten fördern möchte. Diese Art von Tourismus arbeitet gerne mit der Glorifizierung bestimmter Orte, an denen Geschichte angeblich lebendig und erfahrbar gemacht werden kann, zum Beispiel indem es partizipatorische Strukturen gibt oder indem die Geschichte durch entsprechend verkleidete Darstellerinnen und Darsteller oder durch neuere Technologie quasi in die Gegenwart geholt wird. Elemente für diese Vorgehensweise in Stone Mountain sind die Romantisierung des Lebens in der Zeit vor dem Bürgerkrieg, die jedoch seit den 1980er Jahren Sklaverei weder sichtbar macht noch erwähnt. Ein weiteres Element ist die seit 1983 an Sommerabenden gezeigte Lasershow, die die Figuren auf dem Relief durch optische Illusion wie lebendig erscheinen und den Südstaaten-Mythos in ein Amalgam an US-amerikanischer Selbstverherrlichung einfließen lässt. In den 2010er Jahren wurden dabei auch Bilder afroamerikanischer Bürgerinnen und Bürger projiziert, ohne dass dies in die Gesamtlogik des Konzepts wirklich hineinpasst. Seit 2015 gibt es immer mehr Stimmen, die verlangen, dass Stone Mountain, also dass das Relief auf dem Stone Mountain zerstört wird. Es gibt auch Pläne für eine Art Gegenmonument, nämlich eine Freiheitsglocke, also eine Replika der Freiheitsglocke in Philadelphia, die alljährlich daran erinnert, dass Martin Luther King in seiner I Have a Dream Rede von 1963 auch der Hoffnung Ausdruck verleiht, dass der Ruf nach Freiheit von Stone Mountain aus erklingen möge. Diese Form eines Gegenmonuments ist jedoch auch in afroamerikanischen Organisationen wie der NAACP, also National Association for the Advancement of Colored People, umstritten. Ich habe noch nicht irgendetwas finden können, dass das wirklich gebaut wurde übrigens. Es gibt Pressestimmen aus den Jahren 2015 bis 2017, die den Diskussionsprozess darlegen, aber ich glaube, diese Glocke gibt es noch nicht. Was besagt die Forschung zur Wahrnehmung von Bürgerkriegsmonumenten? Und hier, deshalb habe ich Ihnen diese kontrastiven Bilder hier hochgeladen. Einerseits eine Black Lives Matter Demonstration, andererseits ein Aufmarsch von Personen, die gegen dieses Denkmal der Glocke, die an Martin Luther King erinnern soll, aufmarschiert sind mit ihren Gewehren und Konföderiertenflaggen. Also die Forschung zur Wahrnehmung von Bürgerkriegsmonumenten besagt, dass die weiße Bevölkerung diese Denkmäler eher nicht mit Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit verbindet, wohingegen Mitglieder der afroamerikanischen Bevölkerung nicht nur besonders die rassistische Symbolik der Denkmäler wahrnehmen, sondern sich dadurch auch weniger stark ihrem Wohnort oder Bundesstaat gegenüber zugehörig fühlen. Das verwundert nicht, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es Forschung dazu gibt und dass diese Forschung natürlich auch wichtig ist. Was im Hinblick auf Stone Mountain vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist auch, dass die Bevölkerungsstruktur in der Umgebung von Stone Mountain sich stark verändert hat. Inzwischen sind etwa 75% der Bevölkerung afroamerikanischer Herkunft. Das war vor 60, 70 Jahren noch komplett anders. Ja, dies bringt mich zum zweiten Teil meiner Ausführungen, also zu Darstellungen von Bürgerkriegsdenkmälern in der US-amerikanischen Literatur. Wie die Erinnerungsforschung betont, sind öffentliche Gedenkstätten und Monumente zutiefst relational. Sie sind also eingebettet in eine gesellschaftliche, politische und geschichtliche Matrix, die ihnen Bedeutung verleiht. Von der gewünschten Wirkung her sind sie oft so konzipiert, dass die Individualität des Betrachters sich diesen größeren Zusammenhängen unterordnet. Anders ausgedrückt, solche öffentlichen Orte
verfolgen das Ziel, spezifische Gefühle hervorzurufen, die stärker sind als die persönlichen Empfindungen einer Einzelperson. Es ist also eine Art präskriptive Bedeutungskonstitution, die Hoffnung, dass alle gleich reagieren. Anhand zweier Beispiele möchte ich zeigen, dass es literarische Texte gibt, die einerseits diese Wirkkraft von Monumenten thematisieren und die andererseits dieser sehr preskriptiven, also vorschreibenden Form der Bedeutungskonstitution individuelle Alternativen als notwendiges Korrektiv entgegensetzen. Und mein erstes Beispiel hier ist ein Gedicht von Robert Lowell, For the Union Dead, also für die Toten der Union, damit meint er die Nordstaatenarmee. Den Titel kann man verstehen als Anspielung auf ein berühmtes Gedicht eines Südstaatendichters, nämlich Alan Tate's Ode to the Confederate Dead. Das ist eine Ode, in der es um einen Friedhof von konföderierten Soldaten in den Südstaaten geht. Aber der stärkste und offensichtlichste Bezug, auf den ich mich hier konzentrieren möchte, ist derjenige zu einem materiellen Monument in Boston, da ich eben gerne auch thematisieren möchte, dass die Erinnerung an den Bürgerkrieg nicht nur im Süden, sondern auch im Norden problematische Züge haben kann. Es handelt sich hier um ein Gedenkrelief, das 1897 eingeweiht wurde. Es ist ein Relief, das erinnert an Colonel Robert Gould Shaw und das 54. Regiment der Nordstaateninfanterie. Dabei handelt es sich um afroamerikanische Soldaten, also ein Regiment aus afroamerikanischen Nordstaatensoldaten mit einem weißen Kommandeur. Es wurde geschaffen von einem Amerikaner irisch-französischer Herkunft, Augustus Saint-Gaudens, und dieses, also er ist auch ein Künstler, dessen Denkmäler durchaus in den USA weit verbreitet und sehr, sehr bekannt sind. Das Gedicht evoziert einen Wettstreit zwischen unterschiedlichen Erinnerungen und dadurch zwischen unterschiedlichen Auffassungen bezüglich des Bürgerkriegs und dessen Bedeutung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Spiel mit der Vorstellungs- und Assoziationskraft des lyrischen Ichs, also des Sprechers des Gedichts, verfremdet die Wahrnehmung von Boston und von der Einbettung des Denkmals. Und dies geschieht besonders, indem verschiedene Zeitebenen überlagert werden, Zeitreferenzen überlagert werden in dem Gedicht. Jetzt möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das Denkmal aussieht. Also Sie sehen vorne den Kommandeur zu Pferd und seine Soldaten zu Fuß. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, sondern lieber das Gedicht erstmal diskutieren. Die Darstellung simultaner Wahrnehmungen über große zeitliche Distanzen hinweg nimmt als Ausgangspunkt im Gedicht, dass sich das lyrische Ich an ein Aquarium erinnert und dass just an demselben Ort nun eine Tiefgarage gebaut wird. Also es ist die Kindheitserinnerung an den Besuch im Aquarium im Gegensatz zu dieser Baustelle. Die Kindheitserinnerung wird so formuliert, dass man die Beschreibung der Gegenwart als Kritik an der kapitalistisch eingelullten und konformistischen Gesellschaft der Gegenwart lesen kann, deren Mitglieder eben den stummen und alles andere als rebellischen Fischen im Aquarium ähnelt. Also er beschreibt die Menschen als cowed, compliant Fish. Also Fische, die sich gegen nichts wehren würden, die eingeschüchtert sind und konformistisch. Eine weitere Zeitebene, die auch einen parodistischen Effekt hat im Gedicht, ist, dass Lowell den vermeintlichen technologischen und intellektuellen Fortschritt des 20. Jahrhunderts aufs Korn nimmt. So sieht das lyrische Ich im schweren Baugerät der Baustelle das Abbild urzeitlicher Dinosaurier und die temporär aufgestellten Trennwände, die man Girders nennt, zur Umleitung des Verkehrs, sind nicht einfach orangefarben, sondern sie sind Puritan Pumpkin Colored. Warum dieser Hinweis auf diese Kürbisfarbe und die Puritaner? Ich denke, dies erinnert an Klischees, die wir mit Thanksgiving verbinden. Und Thanksgiving ist ja ein Feiertag, der sich aus dieser Idee ergibt, dass in der Kolonialgeschichte Neuenglands es nicht primär um die Ermordung und Vertreibung von indigenen Völkern geht,
sondern dass beim ersten Thanksgiving Eintracht und Friede herrschte zwischen den indigenen Völkern und den Engländern, die alles übernehmen wollten und es auch taten. Stattdessen, also der Mythos des gemeinsamen Erntedankfests ersetzt natürlich diese Gewalttaten, der zahlreiche Ureinwohner zum Opfer fielen, mit einem Geschichtsmythos, der den Kolonialismus auf eine positive Art und Weise darstellt. Ich denke, es ist kein Zufall, dass Lowell gerade Thanksgiving als Bezugspunkt auswählt, denn die jetzige Form des Feiertags von Thanksgiving, der immer am vierten Donnerstag im November begangen wird, wurde just während des Bürgerkriegs, und zwar 1863, von Präsident Lincoln festgelegt und wird bis heute so begangen. Letztendlich fragt das Gedicht, ob der Tiefgaragenbau unter Umständen das Bürgerkriegsmonument von Saint-Gaudens zerstören oder zumindest zum Umfallen bringen könnte. Wichtiger als pragmatische Fragen der Statik oder der Unterhöhlung ist im Gedicht jedoch deren figurative Funktion, also die Art und Weise, wie materielle Wirklichkeit im übertragenen Sinne auf Geschichtsverständnis und kollektive Erinnerung bezogen werden kann. Dementsprechend macht sich das lyrische Ich vornehmlich Gedanken darüber, was es hier zu kritisieren gibt, beziehungsweise wie sich das Bürgerkriegsmonument zum Boston der 1960er Jahre verhält. Im Zentrum dieser Gedanken steht die Wirkung der bildlichen Darstellung der afroamerikanischen Soldaten. Diese Soldaten werden im Gedicht als Bronze Negroes dargestellt und es heißt: Their monument sticks like a fishbone in the city's throat. Wie soll man diesen Vergleich, dieses Simile verstehen? Ich denke, es drückt aus, dass das Monument sich nicht allgemeiner Beliebtheit in der Stadt erfreut. Es scheint eher Unbehagen hervorzurufen, denn wer möchte schon eine Fischgräte im Rachen stecken haben? Das heißt, der vielgerühmte Norden als Ort, an dem Sklaverei früh abgeschafft wurde, erinnert sich anscheinend nicht gerne an seine afroamerikanischen Soldaten. Oder zumindest führt diese Erinnerung an fortgesetzte Irritationen, sodass das Monument keine eindeutige und allgemeingültige Wirkkraft und Bedeutung entfalten kann. Die Metapher der Fischgräte im Hals, an der man zu ersticken droht, wirft meiner Meinung nach auch die Frage auf, welche Bedeutung Denkmäler langfristig haben und welche Funktion sie haben. Indem im Gedicht daraufhin auch die Erinnerungskultur der Gegenwart beschrieben wird, äußert der Text Zweifel an der Effizienz bestimmter Dokumentationsformen, da sie unrealistische und kaum überzeugende Eindrücke erwecken. Unter anderem wird hervorgehoben, dass die Berichterstattung über die misslungenen Versuche, die Rassentrennung in Schulen zu beenden, afroamerikanische Schülerinnen und Schüler ebenso wenig real und lebendig werden lässt, wie das Bürgerkriegsdenkmal die Soldaten. Und zwar beschreibt das Gedicht diese Bilder als »The drained faces of Negro schoolchildren rise like balloons«, also die quasi allem Wasser und so weiter entzogenen Gesichter dieser Kinder scheinen sich zu heben wie Ballons. Dieses Bild des Luftballons versetzt aber niemanden in einen Zustand, in dem man feiern und bunte Ballons in den Himmel steigen lassen möchte. Stattdessen fungiert der Luftballon als Sinnbild für ein fragiles Gebilde, das zu platzen droht. Im Gedichttext wird der Hinweis auf den Ballon benutzt als Bindeglied zu einer Charakterisierung von kollektiver Erinnerung, die auf Illusionen beruht. Am Ende heißt es, und Sie haben den englischen Text auf der linken Seite, Colonel Shaw is riding on his bubble. He waits for the blessed break. The aquarium is gone. Everywhere, giant finned cars, nose forward like fish. A savage servility slides by on Greece. Also hier ist meine nicht autorisierte Übersetzung. Colonel Shaw reitet auf seiner Luftblase. Er wartet auf das ersehnte Platzen derselben. Das Aquarium ist weg. Überall schlängeln sich riesige, mit Flossen ausgestattete Autos wie Fische vorwärts. Eine unzivilisierte Unterwürfigkeit gleitet auf Schmiere vorbei. Also erinnern Sie sich an Automodelle mit Fins, die sehr schön hier in dieses Bild reinpassen. Die illusionäre Luftblase bringt das Gedicht zurück zum Thema der kollektiven Erinnerung und natürlich auch zum Aquarium in der Kindheitserinnerung.
Die fischähnlichen Autos stehen metonymisch für ihre materialistischen Besitzer, die vorbeigleiten und dadurch eher einer gut geölten Maschinerie ähneln als einer hochentwickelten Kultur. Auch in Boston, das sich als Wiege der USA versteht, gelingt die kollektive Erinnerung nicht auf eine Art und Weise, die zufriedenstellt im Sinne einer progressiven Entwicklung. Die zahlreichen Leben, die die afroamerikanischen Soldaten und Shaw opferten, mündeten in fortgesetzter Diskriminierung der nicht weißen Bevölkerung und in seelenlosem Materialismus und in Konformität. Es gäbe noch sehr viel mehr zu dem Gedicht zu sagen, aber ich komme jetzt zu meinem zweiten Beispiel. Natasha Trethewey ist eine Autorin, die 1966 in Gulfport, Mississippi, also am Golf von Mexiko, geboren wurde. Das ist ein Jahr vor der Entscheidung des obersten Gerichts der USA, Loving versus Virginia von 1967. Sie sehen auf dem Foto, ihre Mutter ist Afroamerikanerin, ihr Vater Weißer, er war Kanadier. Das heißt, sie kam zur Welt in Mississippi zu einer Zeit, als Mischehen zwischen Schwarzen und Weißen noch illegal waren. Ihre Eltern haben deshalb nicht in Mississippi heiraten können, sondern in einem Staat, in dem die Mischehe eben erlaubt war. Aber auf dem Geburtsschein von Trethewey steht, bei der Rasse des Vaters steht Kanadier, weil sich niemand getraut hätte, bei der Mutter schwarz hinzuschreiben und beim Vater weiß. Trethewey ist eine Autorin, die in ihren lyrischen, aber auch in ihren Prosatexten sich ganz stark darauf konzentriert, verlorene Narrative, Lost Narratives der amerikanischen Geschichte, aber auch ihres persönlichen Umfeldes sichtbar zu machen. Es geht also darum, welche Dinge, die in der kollektiven und öffentlichen Erinnerungskultur untergebuttert werden, hörbar und sichtbar gemacht werden können. Dabei beschäftigt sie sich besonders mit den folgenden Schwerpunkten: die Geschichte der Rassenbeziehungen und die Geschichte der Situation rassisch gemischter Personen, Geschichte der Sklaverei, des amerikanischen Bürgerkriegs und der Bürgerrechtsbewegung. Sie hat auch ein Buch zu New Orleans und dem Wirbelsturm Katrina geschrieben. Auch darin geht es auch um die Auswirkungen des Wirbelsturms auf Mississippi und die Küste des Golf von Mexiko. Ein weiterer Gedichtband reflektiert über Rassenbeziehungen anhand der Malerei aus der Kolonialzeit in Mexiko und so weiter. In diesem Band, der wohl ihr bekanntestes Werk ist, Native Guard, geht es primär um die Sichtbarmachung afroamerikanischer Bürgerkriegssoldaten. Es ist aber auch ein Buch, das starke autobiografische Züge in sich trägt. Und zwar bettet sie im Prinzip die Darstellung der afroamerikanischen Soldaten im Krieg ein in einen ersten und dritten Teil des Buchs, wo es um eine Person geht, die im Prinzip Trethewey repräsentiert, wo sie als Tochter sich Vorwürfe macht, da sie überlebt hat, wohingegen ihre Mutter als im Alter von 40 Jahren umgebracht wurde und die Tochter sich immer wieder fragt, ob nicht sie lieber hätte sterben sollen anstelle der Mutter. Es geht bei dem inneren Konflikt der Tochterfigur aber auch darum, dass sie ihre Selbstdefinition als US-amerikanische Dichterin und als Südstaatlerin gemischter Herkunft auch in Bezug darauf diskutiert, welche Stilmittel sie benutzt, welche intertextuellen Referenzen sie benutzt, mit welchen Dichtergruppen und Dichterschulen sie assoziiert sein möchte. So, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen, was das Leben der Mutter betrifft, aber ich erkläre das jetzt nochmal etwas strukturierter. Denn ich möchte nicht über Native Guard sprechen, sondern über einen Band von Memoiren, Memorial Drive, A Daughter's Memoir, wo es eben um ihre Mutter geht. Also Trethewey's Eltern haben sich scheiden lassen, als sie 6 Jahre alt war, und die Mutter hat ein zweites Mal geheiratet und der zweite Mann war ein gewalttätiger Mensch, der sie misshandelt hat und nach der Scheidung sie auch nicht von ihr abließ. 1984 machte er den ersten Mordversuch, der misslang, wonach er dann ein Jahr im Gefängnis verbrachte, und kaum war er aus dem Gefängnis wieder raus und hat er sie wieder drangsaliert. Und eigentlich war sie schon dabei, mit Hilfe der Polizei genug Material zu sammeln, dass man ihn nochmal vor Gericht bringen könnte.
Aber weil an dem Tag, an dem sie dann leider starb, der Polizist, der ihr Haus bewachte, zu früh abzog, hat der zweite ehemalige Ehemann es leider geschafft, sie zu erschießen. Und dieser Mord geschah unweit von Stone Mountain. Und das ist dann eine der Verbindungen im Text zwischen individueller Geschichte und der Erinnerung an den Bürgerkrieg. Memorial Drive hat mehrere zentrale Motive, von denen ich jetzt drei kurz skizzieren möchte. Das erste ist der Mythos von Narziss, der immer wieder vorkommt, wo es hauptsächlich um die Beziehung zwischen Mutter und Tochter geht. Der zweite sind viele Referenzen auf Fotografien. Das sind einerseits Familienfotos, also dieser Versuch, Familiengeschichte zu rekonstruieren, aber auch Fotos der Bürgerrechtsbewegung, bei denen es darum geht, dass Trethewey von ihrer Familie mütterlicherseits immer wieder nahegelegt bekommt, dass sie bei der Findung ihrer eigenen Identität sich auch positionieren muss innerhalb dieser sozialen Konflikte. Und dann kommt eben das dritte Motiv hinzu, nämlich das Denkmal von Stone Mountain. Dieses Denkmal verweist einerseits auf die fehlende kollektive Erinnerung an die afroamerikanischen Soldaten, die ich ja schon erläutert habe, und andererseits die Funktion solcher Monumente, nämlich die Ideologie der White Supremacy durch überdimensionale öffentliche Monumente zum Bürgerkrieg zu bestätigen und dadurch auch die nicht weiße Bevölkerung einzuschüchtern. Dies wird dann kontrastiert im Buch mit der Unsichtbarkeit oder der Unsichtbarmachung der Mutter. Und zwar erläutert sie genau, wie nach dem Mord an ihrer Mutter der Name im Prinzip verschwand. Man hat sie immer nur als Opfer bezeichnet, es gab keinen Namen auf ihrem Grabstein, es hat sich im Prinzip niemand darum gekümmert, diese Tat hundertprozentig aufzuklären. Und das Verrückteste, was sie erst 20 Jahre nach dem Tod der Mutter versteht, ist, dass sie per Zufall mitbekommt, dass es Akten gibt über die Ermordung ihrer Mutter, die sie nie gesehen hat. Und zwar trifft sie zufällig mit ihrem Mann in einem Restaurant ein paar Tage vor dem 20. Jahrestag der Ermordung ihrer Mutter einen Mann. Und es entpuppt, also zufällig, und es, dieser Mann entpuppt sich als der Polizist, der als Erster am Tatort war. Und er berichtet ihr, dass die Akten zum Fall der Mutter kurz vor der Vernichtung sind, weil sie nur 20 Jahre aufbewahrt werden. Wenn sie diese aber haben möchte, könne sie sie abholen. Und dadurch thematisiert sie im Buch eben auch, dass es manche Dinge gibt, die so stark archiviert und an die so stark erinnert wird, wohingegen Lebensschicksale wie die ihrer Mutter eigentlich sofort vergessen werden, nachdem die Person, wie in diesem schrecklichen Fall, eben auch durch Mord gestorben ist. Das heißt, das Einzelschicksal der Mutter ist überschattet von Geschichte, Geschichtswahrnehmung, Erinnerungskultur, und Stone Mountain fungiert dann quasi als Sinnbild für diese Nichtsichtbarkeit bestimmter Lebensgeschichten. Sie sehen hier auf der Google Maps, auf diesem Auszug auf der Folie, dass die Adresse 5400 Memorial Drive relativ nah ist und auf einer fast geraden Linie sozusagen nach Stone Mountain führt. Und Stone Mountain als sichtbares Monument der oder Denkmal der Bürgerkriegserinnerung ist dann etwas, was Trethewey besonders stark im Gedächtnis bleibt. Ja, ich würde gerne ein paar Abschlussgedanken noch äußern. Aus meiner Sicht offerieren literarische Werke neue Perspektiven auf Konflikterfahrungen, auf historiografische Verfahren, besonders durch die Betonung relationaler Strukturen und auch auf kollektive Erinnerungsmodi, besonders auf Beschönigungen, auf das Auslöschen bestimmter Ereignisse, auf die Unhörbar- und Unsichtbarmachung derjenigen, die nicht im Besitz gesellschaftspolitischer Macht sind. Dieser Versuch, dass literarische Werke das tun, ist eine wichtige Strömung innerhalb der US-amerikanischen Literatur seit den 1980er Jahren, und dass dies im Besonderen auch unter afroamerikanischen und Native American Autorinnen und Autoren. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Werke von Colson Whitehead oder eben Toni Morrison
da etwas sagen, aber das sind Autoren, die Teil dieser Strömung sind. Erinnerungskultur impliziert an sich schon narrative Strukturen, die nicht neutral sein können und deren Auswirkungen zu untersuchen sind, und diese werden eben auch in literarischen Werken reflektiert. Ich denke, dies ist ein sehr gutes Arbeitsgebiet für interdisziplinäre Forschung, denn der Umgang mit Denkmälern und Gedenkstätten zu Konflikten, Kriegen, gegebenenfalls auch Monumente zur Aussöhnung, sind ja Bereiche, wo man aus unterschiedlichen disziplinären Kontexten ansetzen kann. Ups, noch nicht. Vielleicht noch was kurz zu Stone Mountain als Paradebeispiel für diese große historische Dimension, die in die Gegenwart ragt. Ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass Stone Mountain natürlich auch ein Monument ist, das überhaupt nicht an die indigenen Völker in Georgia erinnert. Und Stone Mountain war, wie man weiß, einst ein heiliger Ort für die seinerzeit dort lebenden indianischen Stämme, ein Ort, an dem Rituale und Zeremonien durchgeführt wurden. Und das führt mich dann wieder zur Parallele zu Mount Rushmore, weil Mount Rushmore auch in den schwarzen Bergen der Lakota-Indianer liegt, die diese Gegend als heilig betrachten. Und das war den Leuten, die dann die Porträts der Präsidenten dort hineingemeißelt haben, völlig egal. Trotz dieses etwas trostlosen Ausblicks möchte ich mit einem Zitat von Natasha Trethewey enden, das mich als Literaturwissenschaftlerin darin bestätigt, dass es Autorinnen und Autoren gibt, die nicht nur herausragende Kunst produzieren, sondern diese auch im Kontext von Frieden und Konflikt, dieser Literatur im Kontext von Frieden und Konflikt eine Funktion und eine nicht zu unterschätzende Wirkkraft zuschreiben. So sagte Trethewey in einem Interview, I hope to push us toward a better nation than we've built so far, and it can be better. But the way poetry does that is to remind us across time and space how we are alike, not that we are different. Ich hoffe, ich kann uns in Richtung einer besseren Nation buxieren als diejenige, die wir bisher aufgebaut haben. Und unsere Nation kann besser werden. Lyrik tut dies, indem sie uns durch alle Zeiten und Räume hindurch daran erinnert, wie wir uns ähneln, anstatt uns daran zu erinnern, dass wir uns voneinander unterscheiden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ja, also ich kann die Frage nicht beantworten, wie man da jetzt vorgehen soll. Nur ich glaube, dass wenn man sich die Anzahl der Dokumente anschaut, dann ist die schon sehr, sehr überwältigend. Also ich habe eine Statistik gelesen, dass seit dem Mord an George Floyd 110 Denkmäler entfernt wurden in den Südstaaten. Und wenn das muss ja ein Bruchteil von denen sein, die es gibt. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt eine nicht weiße Person und es ist nicht nur so, dass diese ganzen Denkmäler da stehen, sondern es gibt eben viele Straßen, viele Schulen, viele Gebäude,
die ganz stark diesen Bezug zum Bürgerkrieg haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es weder mit der Entfernung einzelner Denkmäler getan ist, also damit ist es einfach nicht getan. Die Frage, die sich einfach stellt, ist, soll man einen Teil entfernen und sie einem musealen Kontext zuführen zum Beispiel und dafür eben auch Denkmäler, die anderen Zeitperioden und anderen Menschen gewidmet sind, kreieren? Das ist eine offene Frage. Nur wenn man dann diese Idee des Monuments und des Gegenmonuments hat, dann wird es auch schwierig, weil dann muss man an jedem Ort irgendwie 2, 3 oder 4 oder 5 Monumente haben. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe keine gute Antwort darauf. Zum Beispiel ist es auch an amerikanischen Universitäten so, dass immer wieder jetzt darauf hingewiesen wird in öffentlichen Dokumenten, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie auf dem Grund und Boden indianischer Stämme ihren Campus haben. Aber das sind oft so, also das nennt man Virtue Signaling. Ja? Leute wollen damit zeigen, dass sie sich dessen bewusst sind und denken, damit ist es schon getan. Ausreichen tut es letztendlich nicht und bringen tut es wenig. Aber die Frage ist, wie man eine Denkmalkultur entwickeln kann, die möglichst viele Menschen in einer gemischten Bevölkerung dann auch zufriedenstellt. Das ist ein Problem. Ich würde mich zur Folgefrage zwei vielleicht. Ich meine, wir haben ja das eine in Österreich dann immer, weil wir die jetzt auch mit zum Beispiel die Kontextualisierung oder Zusatztafeln, das Bad Abel-Denkmal in Maria Zollern oder ähnliches. Beziehungsweise, was Ihre Meinung wäre, aber dann auch das nächste, weil sogar das größte Problem ist, es nicht ein Problem auch, wenn man eventuell wirklich ein Denkmal entfernt, um das durch ein anderes prompt zu ersetzen? Ich meine, das ist ja eigentlich die klassische, wie sollte man sagen, Siegermentalität oder immer diese siegerbesiegten Umkehrung, weil das trägt wahrscheinlich nicht unbedingt zur Entspannung der Lage bei, ne, wenn man ein, und verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt sage, ein liebgewonnenes Denkmal oder sowas eben entfernt und dann prompt gegen eines, das ja quasi bewusst provokant war, weil ich das Gegenteil ausdrücken will, an genau die Stelle setzt. Ne? Ja, ich finde halt diese Kombination aus Bürgerkriegsdenkmal und Gerichtsgebäude zum Beispiel, das ist ja offensichtlich als Drohgebärde irgendwo schon gemeint und hat ja auch funktioniert. Vielleicht braucht man einfach weniger Denkmäler. Also zum Beispiel in den ehemaligen Sowjetrepubliken, die eben jetzt nicht mehr zum russischen Gebiet gehören, hat man teilweise die unglaublich vielen sowjetischen Statuen in irgendwelche Statuenparks verpflanzt und dann versucht, sie historisch zu kontextualisieren, damit Leute eben nicht vergessen, dass diese Denkmäler das Stadtbild mal geprägt haben. Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Aber es ist trotzdem, es ist einfach, ich habe leider keine gute Antwort. Und wie gesagt, was mich immer auch dann bewegt, ist eben, dass zum Beispiel die indigene Bevölkerung noch unsichtbarer ist. Ich meine, gut, die hat man teilweise auch in den Gegenden komplett ausgerottet oder komplett eben disloziert. Aber trotzdem sind sie ja geschichtlich, sind ja Teil der Geschichte und müssten irgendwie auch dann sichtbar gemacht werden. Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.